Hallo, mit diesem Video starte ich jetzt eine neue Serie über SQL. Manche Leute nennen das auch oder sprechen das als SQL aus. Ist unwichtig, wie man das ausspricht. Wichtig ist, dass man weiß, wofür das steht. Und das steht für Structured Query Language. Und das ist eine Sprache, mit der man Datenbanken abfragt, ja? Professionelle Datenbanken. Und wir werden in dieser Serie werden wir von 0 bis auf ein werden wir dann ganz simpel mit ganz simple Abfragen anfangen und dann werden wir immer komplexere Datenbankabfragen erstellen. Und SQL benutzt man bei viele Datenbankprodukte, zum Beispiel MySQL. Daher der Name, weil sie benutzt SQL als Steuerungssprache sozusagen. Dann gibt es Postgre. PostgreSQL. Dann gibt es Access. Access. Dann gibt es SQL Server von Microsoft. Und es gibt Oracle. Und das sind jetzt nur ein paar Produkte, die SQL verwende. Es gibt natürlich viel mehr Produkte, die sich mit der SQL steuern lassen. In dieser Serie werde ich mich auf drei Produkte konzentrieren, nämlich MySQL, PostgreSQL und Access. Für den einfachen Grund, dass Access habe ich. Und die zwei lassen sich kostenlos runterladen. Diese zwei Produkte sind offensichtlich kostenpflichtig. Und die Sache ist so, dass sagen wir mal 90% der SQL-Code, den wir hier in den Videos sehen werden, würde auf alle SQL-Datenbanken funktionieren. Nur halt, ich werde auch dann gewisse Spezialitäten von MySQL oder Postgres zeigen, während ich bei Oracle oder SQL Server das nicht machen kann, weil ich diese Produkte nicht bei mir installiert habe. Jetzt, wo kriegt man, also Access, wie gesagt, Access ist Teil von dem Microsoft Office, denke ich, oder ist zumindest war es vom Office Professional. Vielleicht kann man es auch einzeln kaufen. Aber wenn sie es nicht haben, ist es auch kein Problem. Dann laden sich eine von den zwei Produkte runter. Wer Access hat, ist gut, da kann mit Access die Videos verfolgen. Diese zwei Produkte lassen sich kostenlos runterladen. Ich zeige gleich die Webseiten. Also Postgres ist hier. Ich gehe mal gerade kurz zurück. Hier, Quatsch, das ist jetzt bei, ich bin bei MySQL. Ich gehe mal hier bei Postgres. Postgres ist hier, postgres.org. Und dann geht man zu den Downloads und man kann hier Postgres runterladen. Und zwar für diverse Plattformen. Und unter anderem Windows. Ich habe jetzt die Windows-Version bei mir installiert, weil ich ja einen Windows-Rechner habe. Und ich habe dann diese Version genommen, diese Big SQL, weil die hier von Enterprise DB hat mir nicht so gut gefallen. Auch so, da waren viele andere Features, die man gar nicht verwendet. Also ich habe die von Big SQL genommen. Das ist bei Postgres. MySQL lässt sich über mysql.com runterladen. Und dann geht man auf Downloads. Und ich habe die Community Edition runtergeladen. Und dann bin ich zu Workbench. Ich werde auch die Links in der Beschreibung hinzufügen bei SQL Workbench. Und da kann man seine Plattform wählen. Genau hier. Ich habe dann Windows. Man kann da auch andere Plattformen wählen. Und dann habe ich dann Download. Und dann kann man in dem Download kann man dann das Ganze installieren. So, jetzt nach der Installation. Nach der Installation sieht es bei Postgres so aus. Man startet das Programm und hier hat man schon einen Server und da ist schon eine Datenbank. Die tut man doppelt anklicken. Jetzt beim ersten Mal müssen Sie Ihr Passwort eingeben. Bei der Installation müssen Sie ein Passwort festlegen. Dies müssen Sie hier beim ersten Mal eingeben, dann danach nicht mehr. Und dann hat man hier Datenbanken. Man hat normalerweise eine Datenbank. Ich habe jetzt schon drei. Und Sie können dann hier einfach rechts anklicken und eine neue Datenbank erstellen. Und dann hier den Namen der Datenbank, zum Beispiel Versuch, zum Beispiel, okay. Versuch, Owner habe ich jetzt als Postgres. So,
Und dann auf OK. Und dann wird die Datenbank erstellt. Und dann hat man hier, wenn man jetzt geht auf Versuch, hier ist hier oben, dann gehe ich hier auf das SQL und so kann ich jetzt, es hat sich auf volle Bildschirmgröße vergrößert, hier kann ich dann quasi mein SQL-Code dann eingeben, den man dann in den Videos sieht, kann man dann hier eingeben und dann ausführen und so lässt sich diese Datenbank steuern. Okay. Gehe ich zum Workbench, dem MySQL. Wenn man den Workbench startet, sieht das so aus, man hat hier eine Query 1 und man kann dann hier dann seinen SQL-Code eingeben. Okay, ich habe hier schon vorher so ein SQL-File erstellt und dann sieht der Code dann so aus. Okay, und den gibt man dann hier ein. Okay, das ist jetzt die MySQL-Version oder Paket. Und die dritte, die dritte Option wäre Access. In Access am besten eine leere Datenbank. Tue ich mal doppelt anklicken. So, und dann in der leeren Datenbank, die Tabelle brauche ich nicht, kann man schließen. So, und man geht dann auf Erstellen. Abfrageentwurf, das braucht man auch nicht. Und man geht gleich auf SQL. Und so kann man jetzt hier den SQL-Code eingeben. Wir werden als in dem nächsten Video werden wir eine Tabelle erstellen und die tun wir dann mit Daten befüllen und dann werden wir in den Folgevideos dann diese Tabelle immer unterschiedlich abfragen und unsere Abfragen tun wir dann, werden dann immer komplexer. Und wie gesagt, die Links zu den Downloads von PostgreSQL und MySQL lege ich unten in der Beschreibung.